Damit wir nicht so traurig auseinandergehen, gestehe ich Ihnen noch, dass ich oft nach Vorstellungen gefragt wurde und werde nach meinem Humorverständnis. Und da habe ich einmal ein Lied gemacht, um das zu klären, über einen Mann, den Sie vielleicht gar nicht mehr kennen. Aber bitte. Man wird sehr oft gefragt, worüber lachen Sie? Und manchmal schwingt damit gar nicht wahrscheinlich. Ich habe mich oft gefragt, warum nur machen die Comedians keinen Spaß und sind mir peinlich? Das ist ein Grundproblem, worüber lacht man gern, egal ob's elitär, ob's kommerziell war. Daher bekenne ich heut, ich liebe einen Herrn, der nichts als Kopf mit Hut auf nem Gestell war. Merci, Jacques Tati, ich hab über Sie so unsagbar gerne gelacht. Merci, Jacques Tati, Sie haben wie nie die Komik am Schreibtisch erdacht. Merci, Jacques Tati, mit Bauch geht es auch. Doch lustiger ist das Genie, das Komik wie Sie konstruiert mit Esprit. Vielen Dank, Jacques Tati. Vielen Dank, Jacques Tati. Merci. Ich weiß nicht, warum die im Publikum lachen, wenn diese Comedians nur blöd grimassieren. Da wagen es Leute, den Mund aufzumachen, die sich schon durch Mundgeruch disqualifizieren. Ich kann nicht die leiseste Miene verziehen, wenn Komiker scham- und geschmacklos utrieren. Doch man kann diesen Müllmachern nicht mehr entfliehen, die sich für den Quotenscheiß prostituieren. Ich habe oft und oft mich richtig krank gelacht über des Briefträgers versnobte Miene. Rapidité, rapidité. Ich habe, ich schwöre es, mich beinahe angemacht bei seinem Fahrradkampf gegen die Biene. Und als Monsieur Hulot dann in die Ferien fuhr, wo das Onkel kam zu seinem Neffen, wo das Autofreak durch Unfallserien fuhr, das ist für mich nicht leicht zu übertreffen. Merci, Jacques Tati, ich hab über Sie so unsagbar gerne gelacht. Merci, Jacques Tati, Sie führten Regie, Sie haben in Schnitten gedacht. Merci, Jacques Tati, mit Bauch geht es auch. Doch lustiger ist das Genie, das Komik wie Sie, konstruiert mit Esprit. Vielen Dank, Jacques Tati. Merci.